Hallo und herzlich willkommen auf Epic, heute bei uns von Agilite, die Sixpack Hanger Pouch. Inzwischen ist es üblich, dass am Plattenträger der Platz unterhalb des Plattenträgers genutzt wird, um sogenannte Hängerpouches, Dangler oder Fanny Packs zu nutzen. Man kennt das noch aus der alten Zeit, wo die Marines mit Plattenträger und einem Eagle Fanny Pack mit einem extra Strap um die Hüfte herumgerannt sind. Man hat sich jetzt gesagt, okay, zum einen hängt der Fanny Pack dann relativ tief und stört eventuell beim Abknien. Und zum anderen hat man hier natürlich die Möglichkeit, wenn ich den Pack direkt am Plattenträger befestige, dass ich die Ausrüstung hier direkt unter den Magazinen habe. Das heißt, schneller im Zugriff und eben, es stört nicht bei den Beinen. Viele Hersteller bieten das jetzt an, demnach auch Agilite. Wir haben das hier einmal schon montiert. Das heißt, dann seht ihr schon mal, wie es am Plattenträger aussieht. Aber wir wollen uns die Tasche ja im Detail angucken. Das heißt, wir holen sie uns mal hervor. So sieht das gute Stück aus. Ihr habt hier 500D Codura, ungefähr 1,1 Liter Volumen, würde ich sagen, im Hauptfach. Wir machen mal einmal kurz auf. Dann zeige ich euch mal von der Größe her, wenn man hier eine Nalgene reinpackt. Seht ihr, das ist ein bisschen was, wird noch vielleicht oben reinpassen, aber nicht mehr viel. An den Rändern natürlich auch noch in etwa. Deswegen, ich würde sagen, 1,1, 1,2 Liter im Hauptfach. Maximal. Wenn wir das Hauptfach schon offen haben, dann schauen wir es uns auch gleich mal im Detail an, indem wir es einmal auf links drehen für euch. Dann habt ihr auf der Frontseite, also quasi das, was vorne ist, habt ihr hier vier elastische Einschübe, wo ihr kürzere Gegenstände wie zum Beispiel Batterien, Batteriepacks, Powerbänke oder Kopflampen oder sonstige kleinere Ausrüstungsgegenstände vorne fixieren könnt, damit die schon mal im direkten Zugriff sind, und auf der Rückseite vollflächig klett, um hier eben auch nochmal Ausrüstung mit Inserts zu montieren. Das ist also pretty straightforward, wie man das von vielen anderen Denglern auch kennt. Nichts Besonderes erstmal. Auch auf der Front nochmal hier ein großes Klettfeld für Patches. Und nochmal eine kleine Einschubtasche, wo zum Beispiel von der Tiefe her ein Multitool reinpasst. Die Besonderheit an der Sixpack Hanger Pouch ist aber das Erweiterungsmodul hier auf der Unterseite. Denn hier hat man nicht nur ein Tourniquet, sondern ich habe auch die Möglichkeit, wenn ich hier an der Rückseite eine Lasche ziehe, kommt hier eine komplette Erweiterung mit raus. Die ist fest an der Tasche vernäht, das heißt, ihr müsst, wenn sie hier am Plattenträger ist, auch daraus arbeiten. Aber ihr habt dann eben nicht nur das Tourniquet zum einfach rausziehen, sondern hättet ihr auch noch die Möglichkeit, weitere medizinische Ausrüstung oder eben auch andere Ausrüstung im schnellen Zugriff zu haben, ohne hier das Hauptfach öffnen zu müssen. Wir haben jetzt mal hier ganz unten zum Beispiel ein paar Handschuhe reingepackt. Dann hier in den zweiten Slot, der ist ein bisschen breiter, da passt gut ein Knicklicht rein. Dann eben das Tourniquet. Dann ganz nah an der Tasche oben habt ihr nochmal zwei engere Slots. Da würde hier eine Dekompressionsnadel oder eben auch ein Stift irgendwie was zum Tourniquet-Beschriften reinpassen. Kleiner Edding, sowas in der Art, würde hier passen. Und jetzt seht ihr das Ganze einmal leer. Das ist auf der Außenseite, vom Körper abgewandten Seite, aus einem robusten 500D Codura. Und auf der Innenseite eben mit Elastik ausgeführt, damit hier auch wirklich die Gegenstände gut atmen können und man natürlich auch vom Einschieben hierher keine Probleme hat, dass ihr das auch mal gesehen habt. Also das ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal, haben wir so noch nicht gesehen, und das bietet sich natürlich auch an, wenn ihr sagt, zum Beispiel als Breacher oder so, dass man hier ein paar Werkzeuge noch unterbringt, die im direkten Zugriff sein sollen, die hängen dann darunter, denke ich auch eine ganz coole Idee nochmal für eine Dangler-Pouch. Ja, aber auch das ist noch nicht alles, denn was wäre ein guter Fanny Pack, wenn man ihn auch als Fanny Pack benutzen kann? Ich habe hier nämlich die Möglichkeit, einmal den Klett von hinten, der am Plattenträger ist, runterzuklappen und dann gegen einen kleinen Aufpreis, nämlich leider nicht im Lieferumfang enthalten, einen zusätzlichen Strap zu erwerben von Agilite, um damit eben auch das Ganze als regulären Fanny Pack oder Hüfttasche zu tragen. Kommt hier mit ITW-Hardware. Zur Befestigung habt ihr hier einmal an den Außenseiten Laschen. Das heißt, ihr könntet hier einmal direkt einhängen, um das Ganze eben so zu tragen.
Aber man hat hier auch die ITW-Buckles genutzt, die hier beim Pinzer-Placard verwendet werden. Das heißt, ich habe hier an der Seite nochmal zwei Reihen Molle, könnte das hier aufsetzen. Und damit hätte ich dann das Ganze auch nochmal ein bisschen mehr an den Körper herangezogen, also ein bisschen fixierter als eben nur hier über die Punkte am oberen Bereich. Was ich übrigens noch gar nicht erwähnt habe, ist die Bedienung der Reißverschlüsse. Da habt ihr hier an der Fronttasche einen kleineren Zipperpull. Der lässt sich gut bedienen. Und für das Hauptfach habt ihr hier lange Paracord umwickelt mit Schrumpfschlauch. Das heißt auch hier mit Handschuhen Bedienung kein Problem. Und eben mit zwei verschiedenen Zippern, um eben von beiden Seiten das Ganze gut bedienen zu können und aufmachen zu können. Runde Sache, das gefällt uns sehr gut. Unser Fazit zum Agilite Sixpack Hänger Pouch. 1,1 Liter, genügend Volumen, schöne breite Form, perfekte Lösung, gut organisiert im Innenbereich. Eigentlich alles, was man sich vorstellt oder wünscht von einem Dengler Pouch. Plus dieses Erweiterungsmodul, was sonst so keiner bietet, finden wir extrem cool. Also auf jeden Fall Hut ab, solltet ihr euch mal genauer anschauen. Ihr bekommt die Sixpack Hänger Pouch von Agilite überall dort, wo man Produkte von Agilite kaufen kann. Der Link zum Hersteller ist unten eingeblendet. Was sagt ihr dazu? Habt ihr ein Sixpack? Ja oder nein? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer an dieser Stelle liken, Abo, Glocke klicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.